Moin, mein Name ist Oliver Gregersen. Ich arbeite seit 5 Jahren jetzt im Autohaus APW Lehmann. Habe 25 Jahre lang bis dato Autos verkauft und muss sagen, man hat doch einige Autohäuser gesehen und auch einige Marken kennengelernt. Aber das, was man hier hat, das ist wieder was ganz anderes. Wir haben vier Vernunftsautos, wir haben verrückte Autos. Und das Schöne an unseren Autos ist, wir verkaufen nicht ein Auto, sondern wir verkaufen hier Emotionen. Und diese Emotion werde ich euch gleich nochmal an einem Fahrzeug genauer zeigen, was ich damit meine. Genauso haben wir aber auch die vernünftige Schiene. Mein Lieblingsauto im Jeep-Bereich werde ich euch auch mal zeigen. Es ist nicht das größte Auto, aber es ist ein schönes Auto. Es ist klein, es ist kompakt und ist super zum Fahren. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit unserem Unvernunftsauto an und emotionalsten Auto. Hier haben wir jetzt unser unvernünftiges Auto, aber auch gleichzeitig das emotionalste Auto. Wir haben hier einen Challenger mit sage und schreibe 808 PS, 959 Newtonmeter. Mehr gibt es nicht, mehr geht nicht. Wir haben hier einen Kompressor aufgeladen, einen 6,2 Liter Motor, der über die Hinterräder schiebt. Wir haben einen Widebody mit 305er Reifen, vorne und hinten, 20 Zoll Felgen und eine Top-Ausstattung. Seemäßig in dem Fahrzeug sind Distance Control, Auffahrschutz, Schiebedach, Achtgang-Automatikgetriebe, ZF, alles dabei. Ich werde euch jetzt mal einen kleinen Einblick in den Motor gewähren. Dass ihr einmal seht, was 808 PS, 959 Newtonmeter für Leistung ausgeholt werden. Hier sehen wir den Kompressor auch für die Hellcat, offene Luftfilter, Lufteinlässe in den Nebelscheinwerfern vorne links und rechts zur Belüftung und zum Atmen. Auch die Hutze ist zum Lufteinatmen da. Gerne könnt ihr auch mal hören, wie sich so ein schöner Achtzylinder anhört.